Herr Lechner, Lindt hat im vergangenen Jahr an der 5-Milliarden-Umsatzgrenze gekratzt. Reicht es diese Jahr, diese Grenze zu durchbrechen? Das ist unser ganz klares Ziel. Wir nehmen uns ein Umsatzwachstum von 6-8% vor und dann sollten wir deutlich über 5 Milliarden liegen, auch wenn die Währungen uns wieder wie im letzten Jahr eventuell einen Strich durch die Rechnung machen. Das große Thema im Moment sind ja die steigenden Preise. Sie konnten diese nicht vollständig weitergeben. Warum hat das nicht geklappt? Wir haben natürlich zunächst versucht, die gestiegenen Herstellkosten durch Effizienzsteigerungen, durch interne Maßnahmen, Prozessoptimierungen, Skaleneffekte zu kompensieren. Und nur was unvermeidbar war, haben wir an die Konsumenten weitergegeben. In Summe hat es ja gereicht. Sie haben ja gesehen, dass wir unser Ergebnis steigern konnten. Das heißt aber auch, dass es wahrscheinlich dieses Jahr weitere Preissteigerungen braucht. Ja, das braucht es und das werden wir auch umsetzen. Und wie lange können Sie die Preise noch erhöhen, bis die Leute keine Schokolade mehr kaufen oder vielleicht zu günstigeren Produkten greifen? Gut, dazu muss man sagen, dass Lindt & Sprüngli über viele Jahre kaum Preiserhöhungen im Markt umgesetzt hat. Das ist jetzt das erste Mal 22 und 23, dass wir signifikante Preiserhöhungen im Markt umsetzen müssen. Wir sind nicht allein, der gesamte Schokolademarkt ist gezwungen, Preise zu erhöhen. Wir sind da sogar eher im unteren Bereich. Wir gehen davon aus, dass sich die Kaufkraft ja auch wieder angleicht. Wir sehen ja auch erhöhte Lohnabschlüsse in Relation zur gestiegenen Inflation, sodass wir nicht ausgehen davon, dass die Konsumenten ihre geliebte Schokolade irgendwann nicht mehr werden kaufen können. Das heißt aber auch, dass Sie nicht mit einem Volumenrückgang rechnen. Das heißt es ja. Also wir wissen natürlich auch, dass Preissteigerungen eine gewisse Preiselastizität haben, aber wir gehen davon aus, dass wir keine Volumenseinbußen haben. Ein strategisches Ziel von Ihnen ist ja, dass Sie gewisse Nischenprodukte mehr fördern, unter anderem vegane Schokolade. Wie läuft es derzeit bei diesem Segment? Also das Ziel ist nicht, Nischenprodukte zu fördern, sondern das Ziel ist, neue Entwicklungen am Markt genau zu beobachten und frühzeitig auch diese Konsumentenbedürfnisse zu bedienen. Vegan ist mittlerweile ein globaler Markt. Wir haben dieses Produkt eingeführt und konnten in den Märkten, wo wir das Produkt lanciert haben, sehr rasch große Erfolge erzielen. Wir sind zum Teil Marktführer im veganen Schokolademarkt. Der Markt ist allerdings noch klein, aber wir sind überzeugt davon. Wir haben gesehen, dass sehr viele junge Konsumenten sich für vegane Produkte interessieren und wir sind überzeugt, dass der Markt langfristig eine gute Zukunft hat.